da haben sie einen Garten. Gell, Peter? Da gehen sie dann spazieren. Wir brauchen keinen Garten. Das ist eine Ritterburg. Das war meine Burg. Sie hat mir alles kaputt gemacht. Alles will ich alleine haben. Na, mach schon. So, jetzt bist du Mitglied von der Schwarzen Hand. Und nichts verraten, hörst du? Wir sind ein Geheimbund. Darf ich auch mitspielen? Na, Mädchen überhaupt nicht. Wir sind die Schwarze Hand. Och, sei doch nicht so. Braucht ihr denn keine Räuberbraut? Räuberbraut? Können wir eigentlich schon gebrauchen. Na. Da, jetzt lass uns in Ruhe. Mensch, Mädchen sind doof. Erika, hat ja lange gedauert. Gib schon her. Die kann ich doch selber tragen. Nein, gib schon her. Du, Erika, soll ich dich zum Eis einlassen? Hast du denn Geld? Mhm, klar. Aha. Wollen wir gehen? Ja. Guten Tag, guten Tag. War denn das? Das? Das war ein Herr, den kenne ich. Was denn für ein Herr? Mein Klassenleiter. Wird's schlimm für dich? Mhm. Der ist prima. Nur wenn einer der Klasse nicht spurt, dann wird er eisern. Dafür ist er berühmt. Dagegen Beschwerden, dass den sekundären Spitzen
gleicher Wert wie den primären zu erkaufen. Anhand dieser Darlegung nehmen wir als Ausgangspunkt eine konische Krone an, die bereits im Jura auftritt und auch weiterhin eine Rolle spielt bei der Differenzierung der Krone. Bereits beim Dromotherium erfuhren Sie die erste Differenzierung, indem sich zu Ihrem Hauptkegel akzessorische Spitzen zugesellen und Ihre Wurzel eine Längsfolie erhält. Dieses protodontische Stadium bildet sich zum dreispitzigen um. Dadurch, dass die akzessorische Spitze am vorderen Umfang zum Parakonus, am hinteren zum Metakonus sich erhebt. Wenn jüngere Arten den trikonodonten Zustand noch aufweisen, so ist dies eine Regression aus einem höheren Typus, sodass wir heute sagen können, dass dort, wo Trikonodontie auftritt, diese aus einem trituberkularähnlichen Stadium durch Rückbildung hervorgeht. Deutlich wird dies auch bei der Pinnipedia, wo drei Stufen vom Sekundärtrikonodonten zum Haplodontenstadium zurückführen. Nun, neben dem Fraß kommt natürlich auch die Liebe zu ihrem Recht. Zu diesem letzten und sicherlich interessantesten Kapitel unserer Vortragsreihe, dem Mysterium der Paarung, hören Sie mich wieder am kommenden Mittwoch um die gleiche Zeit. Guten Abend. Aber Anneliese, so kannst du doch nicht mehr herumlaufen. Du bist doch bald ein erwachsenes Mädchen. Geh ja schon. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, mein Kind. Vergiss mal nicht, das hast du aber hübsch gemacht. Alles wegen Gerd. Aber Hans, zum Café kannst du doch wenigstens bleiben. Du bist doch mein Bruder. Ausgeschlossen, Karl, ich muss jetzt los. Schade. Ich dachte, Gerti sitzt hier und du bist ihr Tischer. Aber Hans, sei doch nicht albern. Ohne mich. Komm gar nicht in Frage. Servus. Viel Spaß. Habt ihr ihn gesehen? Das war der Hans. Noch eine Tasse? Ach ja, bitte. Warum läuft ihr denn weg? Danke. Wir tun ihm doch nichts.
Ich weiß schon, warum. Ach, Gertilein, Süßes, du wirst hier so rot. Oh. Süß hat er das gemacht. Ja, ja, Kamera, du musst den Hand holen. Schicken wir doch die Gerti zu, dann kommt er bestimmt. Oh ja, das wird Barbie haben. Ja, das ist eine prima Idee. Ja, ja, gut. Ich? Was ist denn das? Ich sage, ich ja, finde ich auch. Das schmeckt wirklich ganz gut. Das ist so. Oh. Bei Humbach. Humbach, ja, das ist gut. Du, ich habe auch einen Bruder. Was? Meine Damen, guten Abend, meine Herren. Darf ich die Herren bitten, aufzufordern? Nicht so steif, meine Damen. Lächeln. Ja, und die Herren locker, diese Haltung meine ich. Und die Damen warten charmant, aber gelassen, bis die Herren sie auffordern. Darf ich bitten, meine Herren? In tadelloser Haltung reiten sie auf die Damen zu. Eine korrekte Verbeugung reicht wieder Dame ihren Arm. Und plaudern Sie angeregt. Ja, ist okay. Ja, schrecklich gern. Bitte die Dame wechseln.
Examiner? Soll da was bei sein? Natürlich, alles ist dabei. Muss ich bloß mal vorstellen. Angeber. Ja, das haben wir alles da. Ja, hast du nicht mal so ein richtiges Foto gesehen, kleiner Schäker? Fotos sind doch Mist. Fotos haben wir selber. Aber du musst langsam, also ohne Fotos. Sie hat sich richtig vor dir sehen lassen. Klar. Matze, kennt ihr doch sicher auch das Mädchen, das bei uns ein Zimmer hat? Die ist eben verknallt in mich. Deswegen. In dich? Die geht doch mit an. Ich sehe doch immer, wenn er sie nach Hause bringt. Nach Hause bringen und verknallen, das ist ein Unterschied, mein Lieber. In mich ist sie eben verknallt. Also nur mal langsam. Also mit Vorstellen fängt's an, so wie in der Tanzstunde, ja? Klar. Also zuerst wird sie mal angehangen, nicht? Ja. Dann mitgegangen, wo sie in Stellung ist. Dann ein Café. Dann kleiner Drink in der netten Bar. Das haben sie gern. Tolles Weib, kann ich euch flüstern. Und raffiniert angezogen. Und dann? Ja, wie es dann so kommt, könnt ihr euch ja denken. Klar, dass sie darauf gewartet hat. Raus mit der Sprache. Was war dann? Ja, da war alles dran. Wie es abends still ist in der Wohnung, ich ran an ihre Tür. Klopfe, sie ruft, herein, wenn's kein Schneider ist. Lass ich mir wohl nicht zweimal sagen, wie? Steht sie drin vorm Spiegel. Verdammt nochmal, gerade richtig. Ganz richtig? Na klar, weil sie eben verknallt in mich ist. Alles Quatsch. Verkohlt hast du uns. Glaubt dir kein Mensch. Erst fragt er einen aus und ich hab ihn nicht ausgefragt. Außerdem ist es gemein, so etwas hinterher auszuquatschen. Wieso denn gemein? Bloß weil eine mal richtig ist? Ach Mensch, wenn das richtig ist, dann ist richtig klein geschrieben. So klein. Der Freund ist am Apparat. Mein Freund? Welcher? Ich weiß doch nicht. Ja, bitte? Ach, du bist's, Walter. Du hast dein Examen bestanden, das ist ja großartig. Da gratuliere ich auch schön. Das müssen wir aber feiern. Bitte? Was? Ach, zu Fuß. Stell dir vor, 2 Stunden mit der Eisenbahn und dann noch zu Fuß. Ja, Walter? Ach, und zurück auch wieder zu Fuß. Thank you.
Aber ich glaube, es geht doch nicht. Vielleicht ein andermal. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Oh ja. Entschuldigung. Einen Pullover, bitte. Welche Größe? Für mich. Kennen wir uns nicht? Ich glaube nicht. Denken Sie mal nach. Tasche? Nein? Regina Hotel? Nein? Schade. Ich glaube doch. Einen schönen Wagen haben Sie, Herr... Egon. Du, wo ist denn der Porsche? Mit dem ist der Herr Egon weggefahren. Was? Vorführbar. Sicherer Kunde, hat er gesagt. Sicherer Kunde, so. Heute am Samstag. Und Sonntag Porzellanfuhre, nicht? Ja. Das kenne ich. Neues Cabriolet und schon hocken Sie drin. You worked a sweet part on it. You left me deserted and zu schauen? Da gibt's freilich was zu schauen. Du brützt den blöden Verschluss da hinten. Bitte, sei so lieb. Sauber siehst du schon aus. Aber viel sauber. Da gibt's nichts. Geh. Du wirst doch schon mehrere gesehen haben. Deswegen sage ich's ja. Du, Annemarie. So eine wie dich könnte einer schon heiraten. Redest du schon vom Heiraten? Seit wann denn? Schon wie ich ganz klein war, habe ich davon geredet. Wen hast du denn da heiraten wollen? Die Mutter. Sagen sie heute noch daheim. Wenn ich groß bin, habe ich gesagt, dann heirate ich die Mutter. War die Allerschönste. Und das bist jetzt du.